Seid gegrüßt. Wir holen uns jetzt unsere Belohnung von Sebastian. Sebastian lächelt, als du auf ihn zugehst. Guten Tag, Schleifer. Hast du deinen Auftrag erfüllt? Ja. Und ich bin hier, um mir zu holen, was mir zusteht. Einen Augenblick. Achso, einen Augenblick. Bitte. Schleifer. Sebastian greift in seine Robe und zieht eine kleine Kristallkugel hervor. Er steht einen Augenblick lang, er sieht einen Augenblick lang hinein, bevor er sich wieder dir zuwendet. Ich kann dir nicht genug danken, Schleifer. Ich werde auch meinen Teil des Handels erfüllen. Bist du bereit? Ja. Charisma dauerhaft erhöht um 2. Es ist vollbracht, Schleifer. Ich danke dir nochmals. Sebastian verbeugt sich tief vor dir. Danke. Leb wohl, Sebastian. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Somit haben wir jetzt 2 Charisma mehr, wie ich das richtig verstanden habe. Ja, 14. Schwarzer Abischein, nein, wir wollen nichts von dir. So, als nächstes reden wir mit Vorten. Du siehst einen Offizier des Harmoniums. Er schaut dich gelangweilt an, als du näher kommst. Sei gegrüßt. Er schaut dich gelangweilt an. Sei gegrüßt, Bürger. Worten vom 3. Rang zu euren Diensten. Ich habe ein paar Fragen. Er seufzt. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich bin gerade im Dienst und habe keine Zeit für Fragen. Er hält inne. Wenn du Auskünfte wünschst, dann sprech mit Abknarkrini. Den kennen wir doch. Der ist doch in der Bar zur schwellenden Leiche. Und was sagt er uns? Er ist ein alter Freund von mir. Er betrachtet sich jetzt wahrscheinlich als Schlepper. Das heißt, er kennt den Plausch über ziemlich alles. Wo finde ich ihn? Er denkt kurz nach. Das letzte, was ich von ihm gehört habe, ist, dass er in der Bar zur schwellenden Leiche eine Leiche, die Sau rausgelassen hat. Du findest ihn irgendwo unten im Stock. Vielen Dank. Leb wohl. Okay, das war ja nicht erledigt. So, hier haben wir Madame Xanthia. Du siehst eine schöne junge Frau in edler Kleidung. Ihre Haut fehlt der übliche Gelbstich. Der Einwohner dieses Viertels. Sie scheint interessiert, 3 Gestalten in der Nähe zu beobachten. Sei gegrüßt. Sie dreht sich zu dir um. Und ein Anflug von Veränderung zeigt sich auf ihrem Gesicht. Ja? Was willst du? Ich habe ein paar Fragen. Schön! Sie wirkt irritiert. Wer bist du? Mein Name ist Xanthia. Sie mustert dich von Kopf bis Fuß und runzelt die Stirn. Willst du noch was? Ich habe ein paar Fragen. Schön! Was machst du hier? Hier wird es gleich zu einem Kampf kommen. Und ich möchte ihn sehen. Sie lächelt boshaft. Es dürfte sehr interessant werden. Ein Kampf? Ja, siehst du die 3 Focola da drüben? Sie zeigt auf die 3 massigen Gestalten mit Bergen von Muskeln. Sie werden versuchen, einen Abishai zu töten. Sie schnaubt. Diese Schwachköpfe. Was ist ein Abishai? Das ist ein Wesen von der unteren Ebene. Ein Batizu, glaube ich. Sie runzelt nachdenklich die Stirn. Auf jeden Fall ist mit dem Abishai nicht zu spaßen. Sie haben scharfe Krallen und können Zauber wirken. Sehr gefährlich. Die Tufkoloa sehen aus, als ob sie schon allein klarkommen. Normalerweise ja, aber die Tufkoloa sind sehr starke Krieger.
Sie lächelt verschlagen, lehnt sich zu dir hinüber und flüstert dir zu. Allerdings weiß ich etwas, das Sie nicht wissen. Und was wäre das? Abishai können durch Magie, nur durch Magie, verletzt werden. Sie kichert. Die Tofokola werden massakriert, da bin ich mir ganz sicher. Sie richtet sich auf und beobachtet gespannt die Tofokola. Woher weißt du, dass sie nur durch Magie verletzt werden können? Sie wirft dir einen verärgerten Blick zu. Mein Mann hat eine hohe Stellung im Harmonium. Die Wachen des Harmoniums werden für den Umgang mit solchen Wesen wie den Abishai ausgebildet. Sie schaut weg. Deshalb weiß ich es. Mein Mann hat es mir erzählt. Warum warnst du die Tofokola nicht? Warum soll ich das tun? Sie lächelt böse. Der Kampf war mein Vorschlag. Warum? Mein Mann versucht gerade sein Ansehen bei seinen Untergebenen zu verbessern, indem er ihnen in den örtlichen Tavernen ein Trinken geht. Gestern Abend hat er mich gezwungen, ihn zu begleiten. Die drei Schwachköpfe da waren da und haben mit ihrer Erfahrung als Krieger geprahlt. Es war nicht zu übersehen, dass sie im Vollrausch waren, als sie gehen wollten. Ist einer von ihnen gestolpert und gegen den Tisch gestoßen, an dem ich saß. Sie hält inne. Erzähl weiter. Sie runzelt verärgert die Stirn. Die meisten Getränke auf dem Tisch landeten auf meinem Schoß. Sie ruinierten ein sehr teures Abendkleid. Als diese Schwachköpfe sich dann entschuldigen wollten, habe ich es ihm zugeflüstert, dass ich nur die Entschuldigung eines Kriegers von Format akzeptieren würde. Wenn er wirklich so ein Krieger sei, würde er einen Abishai im Nahkampf besiegen. Du willst, dass sie getötet werden, weil sie ein Kleid ruiniert haben? Hab mein Tagebuch auf den neuesten. Du verstehst anscheinend nicht, was diese Situation wirklich bedeutet. Sie sieht dich an, als wärst du ein naiver Schwachkopf. Ich wurde von meinem Ehemann und seinen Untergebenen bloßgestellt. Sie wirkt zornig. Ich verstehe, ich habe einige Fragen. Kannst du mir was über diesen Bezirk erzählen? Nichts! Sie sieht sich angewidert um. Wenn hier nicht der Kampf stattfinden würde, würden mich keine 10 Pferde hierher bekommen. Ich verstehe. Auf Wiedersehen. So, Zerb. Ich bin dafür, die Viecher zu warnen. Weil, keine Ahnung, für so eine dumme Zicke zu sterben, das gönne ich nicht mal den NPC, die hier rumlaufen. Dieses riesige Wesen ist über 3 Meter groß. Berge von Muskeln stützen seine massige Struktur. Es scheint sich mit 2 ähnlichen Wesen neben ihm zu unterhalten. Sei gegrüßt. Auf deinen Gruß hin dreht er sich um und beginnt suchend umherzuschauen. Kurz darauf blickt er nach unten und bemerkt dich. Ein Ausdruck der Verwirrung zieht über sein Gesicht. Was du wollen von Zerub? Ich habe ein paar Fragen. Er wirft dir einen bedauernden Blick zu und schüttelt den Kopf. Zerb sprechen Sprache nicht gut. Entschuldigung, du reden Trab. Er deutet auf eines der Wesen neben ihm. In Ordnung, danke. Okay, wir sollen mit Trab reden. Aber reden wir erstmal noch mit Grott. Dieses riesige Wesen ist über 3 Meter groß. Berge von Muskeln schützen seine massige Struktur. Er scheint sich mit 2 ähnlichen Wesen neben ihm zu unterhalten. Sei gegrüßt. Grott grüßt Kleinen. Ich habe ein paar Fragen. Okay, er hat das gleiche Problem wie sein Freund Zap oder Zerb. Dann reden wir mit Trop. Dieses Wesen ist riesig. Mehr als 3 Meter groß. Berge von Muskeln schützen seine massige Statur. Als du näher kommst, grinst er dich anzüglich an und lacht. Sei gegrüßt. Er sieht zu dir herunter und lächelt dich freundlich an. Was du wollen, Kleinling? Ich habe ein paar Fragen. Du haben Fragen. Vielleicht Trop haben Antwort. Er lächelt dich an. Wer bist du? Er schlägt sich krachend auf die Brust. Trop! Er hebt die Arme über den Kopf und reckt die Fäuste in Richtung Himmel. Mächtiger Krieger ist Trop.
Alle Tofokola sind mächtige Krieger. Er stemmt die Fäuste in die Hüften und funkelt dich an. Wer du? Lüge, ich bin Adan. Dieser komische Adan verfolgt einen von Anfang an des Spiels. Wie kommt er darauf, dass er Adan oder sonst irgendwas sein könnte? Ich meine, ich glaube, ich habe den Namen irgendwann mal in der Leichenhalle gesehen. Aber wer verdammt nochmal ist eigentlich Adan? Naja, ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Er nickt, als er deine Narben betrachtet. Du haben mächtige Narben. Du musst ein großer Krieger. Wie Trop. Oder Flop. Flop. Keine Ahnung. Er runzelt die Stirn und nickt weise. Du auf Kopf geschlagen zu oft. Nicht Namen erinnern. Irgendwann er kommt wieder. Ich habe ein paar Fragen. Ja. Was machst du hier? Er stößt ein bellendes Lachen aus und grinst dich an. Trop hier mit Freunden. Er deutet auf den Tokola neben ihm. Wir werden hauen eine fliegende Eidechse. Er brüllt und trommelt sich mit seinen riesigen Fäusten auf die Brust. Eine fliegende Eidechse? Er nickt und fängt an, Kriechbewegung zu machen. Eidechse, du weißt, aber sie fliegen. Er fängt an, mit den Armen zu schlagen, wie ein großer, unförmiger Vogel. Schließlich hört er mit seinen Bewegungen auf und zieht dich erwartungsvoll an. Du meinst einen Drachen? Er schnauft und richtet sich zu seiner vollen Größe auf. Flop gut, aber er nicht sein so gut. Eines Tages Flop wollen Drachen hauen. Er starrt mit sehnsüchtigen Blicken in die Ferne. Dann seufzt er. Aber dies nicht sein der Tag. Nun, wenn du nicht von einem Drachen redest, wovon redest du dann? Flop nicht erinnern, wie Xanthia es nennen. Er denkt nach. Es Eidechse. Groß wie Flop. Gehen auf Hinterbeine. Haben Flügel. Haben Klauen. Rote Farbe. Glauben, sie sagen heißt Abishai. Er verstummt, dann zuckt er die Schultern. Du meinst ein Abishai? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Seine Augen leuchten auf und er lächelt dich fröhlich an, während er mit dem Kopf nickt. Ja, Abishai, fliegende Eidechse. Flop und Freunde hauen richtig gut. Flop sei ein Krieger von Format dann. Xanthia akzeptieren Entschuldigung. Was ist das für eine Geschichte über Xanthia und eine Entschuldigung? Flop nehmen Freunde mit in Taverne gestern Abend. Flop werden stockbesoffen. Fallen auf Xanthias Tisch. Schütten Getränke über sie. Es scheint ihm peinlich zu sein. Xanthia sagen sie nicht akzeptieren Entscheidung. Bis Flop sein Krieger von Format. Ein Abishai zu töten soll dir also Format geben. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand. Er zuckt die Schultern. Xanthia das sagen. Flop nicht wissen. Ich habe ein paar Fragen. Kannst du mir was über diesen Bezirk erzählen? Er starrt dich kurz an, dann zuckt er mit den Schultern. Flop nicht wissen. Flop neu hier. Er lächelt dich kindlich an. Flop hier für Spaß. Ja, ihr werdet einen Abishai hauen. Er lächelt und nickt dir begeistert zu. Das ist richtig. Flop und Freunde hauen. Aha, ich habe ein paar Fragen. Ich habe erfahren, dass ihr gegen einen Abishai kämpfen werdet. Boah, Mann, Namenloser, du bist echt scharfsinnig. Aber nehmen wir das. Er lächelt und nickt dir begeistert zu. Das ist richtig. Flop und Freunde hauen. Warne, Flop. Ich habe erfahren, dass Abishai nur durch magische Waffen verletzt werden können. Warne Flop nicht. Nun, viel Vergnügen. Ich bin sicher, dass ihr siegen werdet. Lebt wohl. Nein, wir warnen sie.
Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand. Für so ein dummes Stück sollte keiner sterben. Er sieht dich besorgt an. Brauchen Magie? Wie du wissen. Ich habe mich umgehört, Fob. Das ist, was man mir gesagt hat. Ich habe mit Xanthia geredet. Sie hat es mir gesagt. Ja, wir haben das Zweitere genommen. Erst scheint er verwirrt. Dann zeigt sich Verständnis in seinem Gesicht. Xanthia, Flop hinters Licht führen. Sie lügen, versuchen Flop und Freunde zu töten. Tut mir leid, Flop. Er nickt. Xanthia nicht verdienen, Entschuldigung. Flop pfeift von Schuld bei ihr. Ja, du bist von deiner Schuld befreit. Flop danken dir. Du retten Leben. Du retten Leben von Freunde. Er wendet sich den anderen Focola zu und redet schnell mit ihnen. Einen Moment später verbeugen sich alle drei in deine Richtung und jeder von ihnen reicht dir einen Beutel voll Münzen. Vielen Dank. 600. Oder so um den Dreh. Er lächelt. Du guter Freund, du verdienen. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Und dann gucken wir mal, was das dumme Stück noch dazu zu sagen hat. Du siehst Xanthia. Sie wirft dir einen hasserfüllten Blick zu. Du hast die Bestien gewarnt, stimmt's? Ja, ich habe getan, was ich für richtig hielt. Sie nickt langsam. Ich werde diese Beleidigung nicht vergessen. Guten Tag. Sie dreht sich um und geht. Geh weg. Okay. Was haben wir noch? Wir haben... Um auf die Karte zu gucken. Wir haben hier noch den Sargmacher, wo wir noch nicht waren. Wir waren noch nicht im Turm, in der Druckerei waren wir noch nicht, im großen Lagerhaus waren wir schon. Und natürlich waren wir noch nicht in der Gießerei. Ich würde sagen, wir fangen unten beim Sargmacher an und arbeiten uns nach oben vor. Außerdem müssen wir hier noch mit den Gisarei, die hier mit den Gift quasi reden, die hier noch rumlaufen. Das sind, glaube ich, 3 Stück. Ich habe zumindest 3 Stück gesehen. Dann fangen wir mal mit dem an. Kina! Diese Frau hat einen gelblichen Teint und strenge Gesichtszüge. Ihr Körper ist voller Tätowierungen und sie trägt eine lange Klinge an ihrer Seite. Ihre Augen sind wie 2 schwarze Perlen. Als du näher kommst, folgt sie Dakons Bewegung. Dakon. Achso, bevor du bei ihr bist... Ruf Dakon dazwischen. Bitte hör mir zu. Was gibt's, Dakon? Ich will nicht, dass wir mit dieser Frau sprechen. Warum nicht? Dies ist eine Zerf-Frau. Unsere Ziele sind diametral entgegengesetzt. Wir haben nichts gemeinsam. Gut, daneben nicht. Ich danke dir. Keine Ursache. Okay, dann... Bei allen Höllen. Was für ein Gestank. Dann reden wir mit ihr dann irgendwann, wenn wir Dakon ausrangiert haben, damit seine Moral nicht in den Keller geht. Dann reden wir aber wenigstens mit... lesen wir es lieber hier. Heilizin? Ach, ich weiß nicht so recht. Hailitin. Dieser Mann hat eine gelbliche Haut und ein langes Gesicht. Sein Körper ist voller Tätowierungen und Narben. Über die Brust trägt er eine lange Klinge. Seine Augen sind wie 2 kleine schwarze Steine. Als du näher kommst, verbeugt er sich vor Dakon. Zu deinen Diensten, Zerf. Dieser hier gehört zu den Treuen. Er verneigt sich. Wisse, was dieser Mensch mit mir leist. Wirst du ihn anhören? Ich hatte nur noch ein paar Fragen. Ich kenne seine Worte, Zerf, nicht auch seine Taten. Sein Schatten zeugt von einem, der viel gekämpft und alle besiegt hat, die sich ihm widersetzt haben. Sehen meine Augen nicht hinter den Sehen meine Augen nicht hinter den stehenden Kreis. Deine Frage ist berechtigt.
Doch du musst wissen, dass wir denselben Weg beschreiten. Wirst du ihn anhören? Ich werde ihn anhören, Zerf. Er dreht sich zu dir um und wartet auf deine Frage. Stell deine Frage. Leite sie, wie du den Verstand leiten würdest. Wer bist du? Er verbeugt sich vor dir. Ich bin Heilizin, ein Jedi-Soldat. Ich bin dabei, Vorräte zu sammeln. Ich habe entdeckt, dass diese Stadt wie Trigors Edelstein ist. Oft gepriesen, aber ohne tatsächlichen Wert. Die Luft ist schlecht für einen vom Volk und die Leute kennen sich selbst nicht. Sie sind leere Hüllen. Ich verstehe. Ich hätte noch ein paar andere Fragen. Woher hast du all die Narben? Er hebt seine Arme hoch und hält sie ehrfürchtig vors Gesicht. Dann vor die Brust. Die Narben in meinem Gesicht stammen von verschiedenen Begegnungen in den Hallen von Ilsensine. Beinahe hatten diese feigen Ilifiiden, meine Ramka-Band verschlungen. Die Narben oben auf meinem Torso hingegen stammen von dem schwarzen Hieb eines Gizelaishan Gifjankischen Chaosklinge. Mit einem Kopfnicken macht er auf deine Narben aufmerksam. Erzähle mir die Geschichte deiner Narben. Es ist ein Zeichen der Ehre, jemanden nach seinen Narben zu fragen. Es zeigt Respekt für seine Geschichte. Ich erinnere mich nicht, woher ich sie alle habe. Seine Miene verändert sich leicht. Du kannst aber nicht sagen, ob es Verwirrung oder Verachtung ist. Wie kann es sein, dass Narben nicht die Geschichte ihrer Entstehung erzählen? Es sind Narben, wie alle anderen auch. Ich erinnere mich weder an die Geschichte meiner Narben, noch an meine eigene Vergangenheit. Er hält kurz inne, verinnerlicht deine Worte und sagt: Tachas Klage! Ich bezweifle deinen Verlust deines Gedächtnisses und deiner Geschichte. Danke, ich hätte noch ein paar andere Fragen. Jetzt frag schon. Woher hast du diese Tätowierungen? Sie erzählen die Geschichte meines Geschlechts und schenken mir ihre Stärke und ihren Geist. Die einen, die Arja Roko von der Insel des Siegels gemacht hat, erzählen von meinem Bruder, Yili Kai, der seine Freunde in Shrakatlor eingemauert hat. Diese hier ist von Fell, dem Gehende Darbus. Sie erzählt von der Schlacht, die Rojihi und ich gegen sieben Sladi in den Ebenen des Limbus geführt haben, bevor der achte Rojihis Geist gelähmte. Mit meinem Kopfnicken weist er auf deine Tätowierung. Erzähl mir die Geschichte deiner Tätowierung. Sie erzählen, was ich erreichen will? Sie erzählen von all den Hindernissen, die ich überwunden habe, und meiner Vergangenheit, damit ich sie nicht vergesse. Ja, das ist eine schöne Antwort, die nehmen wir. Er schließt die Augen und verneigt sich. Deine Geschichten sind bekannt, Schwertschwinger. Danke, hast du vorhin von Fell gesprochen? Ja, hast du? Der gehende Darbus ist ein Meister seiner Kunst. Er macht Tätowierungen, die Geschichten erzählen oder einen Geist vermitteln. Die Tätowierungen, die Fell in die Haut einritzt, spenden aufgrund dieser Geschichte dem Tiger körperliche und geistige Stärke. Was für eine Stärke? Die Tätowierung, die Rohoji den Bewohnern der sieben Sali darstellt, verleiht mir Stärke, wenn der Feind in der Überzahl ist und unbezwingbar scheint. Diese Stärke hängt anscheinend von der eigenen Erfahrung ab. Erzähl Fell deine Geschichte. Seine Tätowierungen werden ihre Wirkung entfalten, wenn er sie dir ins Fleisch ritzt. Wo kann ich ihn finden? Das weiß ich. Das brauchen wir nicht. Inwiefern könnte der Träger Stärke verleihen? Kennen wir. Wo kann ich ihn finden? Okay, seine unendliche Stärke. Danke, leb wohl. Ich bin weg. So, wir gehen jetzt weiter zum Sargmacher.
Und ich habe gerade vergessen, um wie viel Uhr ich angefangen habe aufzunehmen und kann es darum ab jetzt nicht mehr abschätzen. Und will dadurch bei Gelegenheit einfach den Schnitt ansetzen und eben nochmal hier in den Trog gucken. Uha, Bandagen und Kupfermünzen. Was bist du denn? Ein Arbeiter. Und du bist auch nur ein Arbeiter. Und du bist Lenny. Was sagt Lenny denn überhaupt noch? Du siehst Lenny. Er lächelt dir zu, als du näher kommst. Hallo, Schleifer. Ich hab die Sachen mit Byron gehört. Hat gar nicht besser kommen können. Er grinst. Was kann ich für dich tun? Ich habe ein paar Fragen. Ich möchte gerne die Diebeskunst. Ich habe dir alles erzählt, was ich weiß, Schleifer. Ich habe keine weiteren Antworten für dich. Na gut, leb wohl. Okay. Und hier haben wir... dieses seltsame Gebäude scheint ein Laden eines Sargmachers zu sein. Das Zeichen über der Tür trägt trägt in deutlichen Lettern das Motto Entworfen für die Ewigkeit. Ah, da ist die Tür. Erledigt. Speichern wir lieber nochmal und gehen rein. Das ist ein Sack zum Öffnen. Schwachbaum? Hamürs? Dieses Regal enthält diverse Werkzeuge, die beim Sargbau verwendet werden. Soll dies ein Grabstein oder ein Fensterladen? Hier muss doch irgendwo mehr ins Schwarze gehen und noch anklickbar sein. Soll dies ein Grabstein oder ein Fensterladen sein? Du bist dir nicht sicher. Dieses Regal enthält viele Flaschen und Fiolen. Die meisten sind nicht identifizierbaren Flüssigkeiten und Pudern gefüllt. Und man kann einige Sachen. Da ist noch mehr Werkzeug für den Sargbau. Ach, hier unten geht's noch weiter. Auf diesem Tisch befindet sich gerade ein Sarg im Bau. Hast du was dagegen, wenn wir uns die Särge angucken? Probieren wir es aus. Kupfermünzen. Bandagen. Ja, was soll auch sonst in einem Sarg drin sein? Ah, hier unten ist noch was. Und ein Silberarmband. Was ist das denn? Soll dies ein Grabstein oder ein Fensterladen sein? Du bist dir nicht sicher. Ich bin weg. Und sonst ist hier nichts. Also sehen die Dinger für mich mehr wie ein Grabstein als ein Fensterladen aus. Aber gut. Hamürs. Du siehst einen korpulenten Mann mit kantigem Kiefer. Er wendet sich dir mit einem breiten Lächeln zu. Wie geht's dir, Schleifer? Einen wunderschönen Tag wünsche ich. Er blinzelt kurz, dann schüttelt er deine Hand. Schüttle seine Hand. Sei gegrüßt. Hamürs, Mitglied des Harmoniums und Designer von eleganten Särgen, für die gerade dahingeschiedenen, zu Ehren zu eurem Dienste. Ich glaube, ich habe euch schon mal gesehen, vielleicht komme ich drauf. Er hält inne, um nachzudenken. Ich war wirklich gut mit Namen im Harmonium. Das kann ich wohl sagen, kannte jeden Einzelnen im Bezirk. Lüge, mein Name ist Adan. Ich habe ein paar Fragen. Wir könnten ihn eigentlich mal... Nein, wir haben ein paar Fragen. Er nickt dir zu. Frag ruhig. Er sieht dich mit einem breiten Lächeln an. Ich habe gehört, dein Vater ist gestorben. Kannst du mir erzählen, was passiert ist? Wann habe ich denn das gehört? Aber gut, haben wir gehört. Er runzelt die Stirn. Nun, er verschwand vor einiger Zeit, so dass ich davon ausgehen muss, dass er tot ist. Wo hast du das denn gehört? Ich erinnere mich nicht. Du sagst, er ist verschwunden. Was? Wahrscheinlich steht das in diesem Text, der da immer abläuft. Er nickt. Oh ja, vor vielen, vielen Jahren. Mein Vater war ein begnadeter Steinmetz und er konstruierte nicht bloß Sarkophage, sondern war auch richtig gut beim Bau von Grabstätten. Leute aus ganz Sigil. Der Raum tritt langsam in den Hintergrund, als deine Erinnerung an deinem Bewusstsein rüttelt. Entspann dich und versuch dich zu erinnern. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Du siehst dich in eben diesem Land stehen und mit einem älteren Mann sprechen. In der Ecke sitzt ein spielendes Kind. Auf dem Ladentisch zwischen dir und dem Besitzer liegen einige Pläne. Er scheint einige komplizierte Einzelheiten bei der Konstruktion einer Grabstätte zu erläutern. Deine Vision verblasst, als du versuchst, die Details der Pläne zu begutachten. Weiter.
anscheinend, als du wieder klar sehen kannst, stehst du in einer großen Höhle vor einer Gruft. Über dem Eingang siehst du den Leitspruch, entworfen für die Ewigkeit, deutlich in den Stein gehauen. Der Ladenbesitzer steht stolz lachend neben dir. Er macht dir ein Zeichen und geht in die Gruft hinein. Du holst ihn schnell ein und ziehst deine Klinge. Ich schätze mal, das ist unsere Gruft, die wir besucht haben, oder? Du findest dich im harmlosen Laden wieder. Er sieht dich besorgt an. Alles in Ordnung, mein Freund? Sag, was ist mit deinem Vater geschehen? Er verschwand eines Tages einfach und die meisten Aufträge blieben unvollendet. Peinliche Lage. Hat lange gedauert, die Schulden zu begleichen, die durch sein Verschwinden entstanden. Und wenn man es genau nimmt, habe ich immer noch verschiedene Rechnungen zu begleichen. Dennoch habe ich ein gewisses Geschick für die Arbeit und... Er seufzt leicht und sieht träumisch in die Ferne. Red weiter. Er zuckt die Achseln. Entschuldigung, ich dachte nur, das Verschwinden meines Vaters war auch der Grund, warum ich mich dem Harmonium anschloss und später wieder verließ. Zuerst wollte ich unbedingt herausfinden, was mit ihm geschehen war. Später fühlte ich mich dann verpflichtet, sein Lebenswerk fortzuführen. Er seufzt. Ich habe jedoch nie die Antwort gefunden, die ich gesucht habe. Es ist mir wirklich ein Rätsel, was passierte. Seine Stimme wird immer leiser, bis sie unhörbar ist. Hat dein Vater irgendwelche von den Plänen aufgehoben für die Grabstätten, die er gebaut hat? Er denkt einen Moment lang nach. Ja, hat er. Als ich volljährig war und das Geschäft übernahm, ging ich durch all seine Aufzeichnungen. Sie waren ziemlich umfangreich. Warum fragst du? Wenn ich dir eine Grabstätte beschreibe, könntest du mir dann sagen, ob es ein Werk deines Vaters ist? Er legt die Stirn in Denkfalten und zuckt dann die Schultern. Ich kann es zumindest versuchen. Durch meine Ausbildung beim Harmonium habe ich ein gutes Erinnerungsvermögen. Ich denke, ich sollte die Arbeit meines Vaters wiedererkennen, wenn du mir genügend Details gibst. Er sieht dich erwartungsvoll an. Beschreib die Grabstätte aus deiner Erinnerung. Er denkt eine ganze Weile nach. Es besteht wenig Zweifel, dass die Grabstätte, die du mir beschreibst, die Arbeit meines Vaters war. Der Leitspruch, den du erwähnst, ist schon seit Generationen das Markenzeichen unserer Familie. Er macht eine Pause und wirft dir einen merkwürdigen Blick zu. Diese Grabstätte, wo befindet sie sich? Beschreibe den Ort. Du beschreibst ihm die Lage in allen Einzelheiten und bist selbst überrascht, wie genau du die Gegend kennst. Harmir beobachtet dich mit besorgtem Gesichtsausdruck. Merkwürdig. Ich kann mich an nichts in den Aufzeichnungen erinnern, das ihm auch nur erlaubt hätte, dort eine Grabstätte zu errichten. Die Staubmänner sind sehr zurückhaltend mit Bauarbeiten und Grundstücken, vor allem unter den Straßen von Sigil. Dann erkennst du den Ort wieder. Er nickt enthusiastisch. Oh ja, hört sich an wie die Katakomben der weinenden Steine. Er hält inne. Ich bin auch nie selbst da gewesen, aber ich habe in meinen Jahren im Harmonium viel Beschreibung der Gegend gehört. Ich muss wissen, ob dein Vater die Pläne für diese Grabstätte aufbewahrt hat. Ja, das Lagerhaus, in dem ich meine Waren habe, kümmert sich um meine Geschäftspapiere, aber wir haben gerade irgendwelche internen Probleme, neues Management oder irgendwie so ein Unsinn. In letzter Zeit konnte ich meinen Vorrat nicht auffüllen und ich glaube nicht, dass ich an irgendwelche Papiere rankomme. Er runzelt die Stirn. Das Harmonium würde die Dinge nie so weit entgleiten lassen, dass seine Kunden in Mitleidenschaft gezogen werden. Seine Stimme wird unhörbar, während er nachdenkt. Dann blickt er dich wieder an. Vielleicht könnt ihr euch ja um die Angelegenheit kümmern. Lagerhaus? Ja, das Lagerhaus hat irgendwelche internen Probleme. Was immer das heißen mag. Ich erhalte keine Lieferungen, bevor sie die Angelegenheiten nicht geklärt haben. Er runzelt die Stirn. Das Harmonium würde die Dinge nie so weit entgleisen. Ja, vielleicht könntest du die Angelegenheit kümmern.
Ich fürchte, ich habe keine andere Wahl, wenn ich die Pläne haben will. Ich tue es. Okay. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Er lächelt von einem Ort zum anderen. Hervorragend! Wenn du diese Angelegenheit zufriedenstellend erledigst, bekommst du deine Pläne vielleicht sogar umsonst. Sein Gesicht nimmt wieder diesen lehrhaften Ausdruck an. Das mag dir nicht wie eine befriedigende Bezahlung erscheinen, aber lass dir erst einmal von den Schwierigkeiten bei der Erstellung dieser Pläne erzählen. Nein. Danke, ich mache mich sofort auf den Weg, leb wohl. Also soll ich zum Lagerhaus irgendwo hin? Was hast du sonst noch zu sagen? Ich arbeite noch daran, auf Wiedersehen. Ich habe noch ein paar Fragen. Wer ist dein Freund hier? Er wirft einen Blick auf den Kunden. Schwachbaum! Er zuckt die Achseln, als hätte der Typ vorher gar nicht betrachtet. Still, sagt nicht viel. Nicht wahr, Schwachbaum? Schwachbaum reagiert nicht und zeigt auch weiterhin eine ausdruckslose Miene. Einige Sekunden später nickt er. Hamius zuckt mit den Achseln und wendet sich wieder dir zu. Kam hier eines Tages vor ein paar Wochen rein und kommt seitdem regelmäßig. Hat bisher nichts gekauft, aber er stört auch nicht. Also kann er bleiben. Scheint wirklich harmlos, weißt du? Als ich im Harmonium diente, gehörte es zu unserer Arbeit, Leute unter unsere Fittiche zu nehmen, ihnen ein wenig Obdach von dem Chaos auf den Straßen zu geben, sie rauszuputzen. Ich verstehe, ich habe andere Fragen. Erzähl mir was über den Bezirk. Ja, der untere Bezirk. Er beugt sich nach vorne, als ob er ein Kleinkind etwas erklären würde. Weißt du, die meisten Neuankömmlinge und selbst Leute im Bezirk wissen es nicht. Die meisten Leute denken, dass dieser Bezirk seinen Namen einfach daher hat, weil er nicht so vornehm wie einige der anderen ist. Aber das ist ganz und gar nicht der Grund. Ganz und gar nicht. Weißt du, wo der Name herkommt? Er sieht dich erwartungsvoll an. Von all den Portalen, zu den unteren Ebenen? Er nickt und wirkt etwas enttäuscht, weil du es weißt. Ja, genau. Diese Portale zu den unteren Ebenen sind zudem der Grund für den Smog hier am Himmel. Er blickt nach oben, als ob der Himmel über euren Köpfen wäre. Aber ich bin sicher, dass du dich mit den Umständen auskennst, die diesen Bezirk zu schaffen machen. Wir haben sonst noch ein paar Fragen. Weißt du was über die Stadt Sigil? Sigil, er atmet tief durch. Sigil ist die Stadt im Zentrum aller Dinge. Oder so glauben jedenfalls viele, sie ist die Stadt der Türen. Es gibt buchstäblich tausende Portale hier. Erzähl mir über die Dame, erzähl mir von den Portalen. Ich muss weiterleben wohl. Ja, keine Lust. Mit Schwachbaum können wir nächstes Mal noch reden, bevor wir dann hier verschwinden. Und damit speichere ich eben kurz quick zumindest und wünsche euch mal wieder alles Gute. Weißt du, du könntest ruhig mal was Nettes zu mir sagen, kleine Scheuser. Oder mich in den Arm nehmen. Ah ja, du redest mit... Oder mir einen Kuss geben. Du redest mit Anna. Also, auf Wiedersehen.